bin ich jetzt wirklich gerade vor so ein paar Bubis erschrocken worden oder was? Servus und Hallöchen, liebe Freunde, herzlich willkommen bei eurem Seth und bei einem kleinen Abenteuer hier im kunterbunten Zaubermärchenwald auf jeden Fall. Das sieht ja alles ganz süß aus und ich glaube, es stellt sich auch überhaupt nicht die Frage, was so ein Spiel hier für eine Relevanz hat auf meinem Channel, denn ihr wisst ja, wir spielen eigentlich auch nur recht liebevoll gestaltete und friedfertige Spiele. Und genau deswegen habe ich mir gedacht, ich will euch das nicht vorenthalten. Hallöchen! Meine kleinen Wasserköpfchen. Irgendwie kriege ich so ein bisschen Bock auf Basketball gerade. Okay, die wollen alle nicht mit mir reden. Aber es sieht ja ganz friedlich aus. Naja, wollen wir mal schauen, was wir so zu tun haben. So als, ja, fliegendes Schwert, wie man sieht. Ich gehe mal zum König. Da oben steht eine Wache. Ah, es gibt also doch was zu bewachen. Und vielleicht hat der Gute ja was für uns parat. Hallo Abenteurer. Ja, wir brauchen deine Hilfe. Ach was, hätte ich überhaupt nicht gedacht. Oha. Oha, da ist der böse Kürbis hier und seine Scherben. Da ist der böse Kürbis hier und seine Schergen. Da kriege ich doch gleich Bock hier auf irgendwie gebackenen und sehr klein geschnittenen Kürbis mit den besten Empfehlungen des Hauses auf jeden Fall. Ja, und ich soll mich hier auf den Weg machen, dem Königreich ja das Gold zurückzubringen und den Kerl mal ordentlich in den Hintern zu treten. Wird gemacht, Sire. Ja gut, mache ich mich mal auf den Weg. Wenn ja sowieso sonst keiner mit mir reden will. Ah, rennen können wir auch. Sehr, sehr schön. So, ich glaube, das ist hier die Kirche. Mich nicht alles täuscht, müssen wir hier lang. Ah, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Moin. Alter, Michael, alles fresh oder was? Wo ist deine Nase? Ja, auf jeden Fall legen die Leute hier auch ein unheimlich normales Verhalten an den Tag, aber das soll uns nicht weiter kümmern. Wir wähnen uns hier hoffentlich in unserer Unbesiegbarkeit. Wir sind nur ein fliegendes Schwert. Das heißt, keiner dieser Aushilfs-Samurais kann uns irgendwas anhaben. Hui! Ja, schickt ruhig alle eure Brüder. Ich werde euch alle in Stücke hacken. Und so langsam überkommt mich auch der Blutdurst hier. Und ja, wo viele Gegner sind, da sind wir auf jeden Fall richtig. Sind wir uns gewiss, dass sie uns nichts anhaben können. Ihr könnt... Oh, Alter! Ihr könnt mich nicht verwunden, Freunde. Ihr habt absolut keine Chance. Auch wenn ihr Massen versucht, gegen mich anzutreten. Ich werde euren Kürbischefhain hier mal ordentlich die Leviten lesen, auf jeden Fall. So, oh. Alter. Bin ich jetzt wirklich gerade vor so ein paar Bubis erschrocken worden, oder was? Was zur Hölle? Okay, ja, Freunde, ist alles völlig normal. Ich stelle mal keine weiteren Fragen. Ich meine Brüste? Was sind Brüste? Habe ich nie gehört. Keine Ahnung, was dieses Wort bedeutet. Alter, ich hoffe, dieses Spiel bleibt ein bisschen unschuldig und ich kann das hier nachher auch uploaden. Das wäre phänomenal. Ja, ansonsten muss ich mir ein paar Gedanken machen. So, du kriegst auch noch eine auf die Nase. Mehr davon. Mehr davon. Oh ja, und jetzt gehen wir in die Arena. Moin. Alter, es sind jetzt aber ganz schön viele. Und noch immer habe ich keine abgekriegt. Ihr Luschen. Wisst ihr, ihr habt zwar eine coole Rüstung, das habe ich nicht. Ich bin unsichtbar, aber... Ja, was soll's. Und es gibt nur einen Weg, den wir beschreiten müssen. So, da haben wir dich. Ja, ja. Vogelscheuchen-Modus aktiviert auf jeden Fall. Du denkst, du kannst mich verwirren, indem du dich überhaupt nicht rührst, aber ich mache deine ganzen Heinis hier mit einem Schlag fertig. So, mein lieber Freund. Und jetzt machen wir mal eine hübsche Kürbissuppe, würde ich sagen. Was ist denn das? Was ist denn jetzt los? Alter, was ist denn los, Alter? Alter, ist das jetzt kaputt? Ich hab's kaputt gemacht. Diese Welt war so schön und friedlich. Alter! Was geht denn jetzt? Weil ist hier ein Area 51 gebeamt worden? Hallo? Alter. Es gibt doch keine fröhliche Musik mehr. Ich will die fröhliche Musik zurück. Ich hab's kaputt gemacht, oder? Ich will das nicht. Alter, reißt euch zusammen. Was geht denn jetzt ab? Alter, damit habe ich ja jetzt überhaupt nicht gerechnet. Alter, das war übrigens gerade ein Bild von Grave Encounters, ein Horrorfilm, den ich einfach uneingeschränkt empfehlen kann. Wer mal Stoff hier fürs Wochenende braucht. Ich will jetzt nicht mehr. Such dein Gold alleine. In deiner kranken, abgetreten Welt. Alter, what the fuck?
Was habe ich denn jetzt hier? Einen anderen Waffenmodus umgeschaltet? Naja, ich stelle mal keine weiteren Fragen. Alter, die Grafik sieht auch völlig normal aus. Ist alles so. Michael! Das war wohl eine OP zu viel, würde ich sagen. Was ist denn hier jetzt Phase? Also, natürlich, es läuft rund, es läuft alles wie geschmiert. Alter. Was geht denn hier? Was geht denn? Hör auf damit! Alter, der König, Junge! Hey, hab ich irgendwie... Hab ich irgendwie Ecstasy genommen oder so? Ecstasy. Wow, also die Wache. Alter, du hast mir doch was eingeflößt, ey. Was geht? Hallo Abenteuer, wir brauchen deine Hilfe. Ja. Ich war schon mal hier, Kumpel. Bin ich verrückt geworden oder sind die anderen verrückt geworden? Error 53, unbekannt. Ah, ich glaube, das kennen wir schon. Ich glaube, das Spiel ist gecrashed. Oder ich wurde hereingelegt. Also... Was? Also, alles klar, oder was? Ja, liebe Freunde, haben wir mal wieder ein Spiel, was ich in diese What-the-fuck-Kategorie hier eingesellt. Ich habe keine Ahnung, wo ich so einen Scheiß immer finde. Es ist doch immer wieder eine Überraschung wert, hier bei so ein paar Trash-Spielen vorbeizuschauen. Auf jeden Fall, kleine Empfehlung am Rande. Wir haben übrigens eine Messenger-Gruppe auf Facebook. Also, falls ihr mit mir und den anderen aus der Community chatten wollt, ich hoffe mal, wir werden noch ein paar mehr, dann schreibt am besten mal unten in die Kommentare und dann können wir mal abklären, wie wir das am besten organisieren, wie ich euch da einladen kann auf Facebook. Ist eine coole Sache und ja, es wäre schön, wenn wir einfach so eine kleine Chatgruppe für uns haben. Und ansonsten schaut vielleicht mal beim letzten Video vorbei. Alter, ich bin mega geflasht von der Scheiße, Alter. Was soll das? Ganz ehrlich. Das könnt ihr doch nicht machen. Okay, alles klar. Na gut. Ja, war mal wieder eine Erfahrung wert. Wir haben irgendwie die Welt gerettet oder was auch immer. Und ja, ansonsten haut rein, liebe Freunde. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Livestream. Und für heute sage ich ciao.